kenne jemanden, der kennt sich ganz gut mit dem Papst aus. Und den werde ich jetzt fragen. Hallo, Herr Kardinal. Ja, Nelly. Wie feiert ein Papst denn seinen Geburtstag? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich so sein, dass er sich freut, wenn er mit seiner Umgebung in seinem Haus etwas mehr Stille hat als sonst. Das beginnt ganz sicher mit einem schönen Gottesdienst in der Frühe und ganz bestimmt auch mit einem festlichen Essen. Ich bin auch ganz sicher, dass er seinen Bruder einladen wird, der in Regensburg wohnt und der sicher dann auch kommt und mit ihm feiert. Also ganz bestimmt wird er das so ungefähr machen. Er wird froh sein, wenn er dafür Zeit rausbekommt. Was wünscht sich so ein Papst denn zum Geburtstag? Ah, da müsste man ihn natürlich selber fragen. Aber ich denke, das hat er so wie andere Leute auch. Der wünscht sich ganz bestimmt auch Gesundheit, dass er seinen Aufgaben nachgehen kann. Das ist ja ein Beruf, der sehr anstrengend ist. Jetzt gerade ist er wieder in Mexiko gewesen und in Kuba und so weiter. Und da ist natürlich ein Termin nach dem anderen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass er jeden Tag aufstehen, munter sein kann und dass er Freude hat, wenn er gute Gespräche gehabt hat, gute Entscheidungen getroffen hat. Was wünschen Sie ihm denn? Also ich wünsche ihm natürlich vor allen Dingen auch Gottes Segen für Leib und Seele, dass er gesund bleibt. Ich wünsche ihm, dass er auch bei Entscheidungen, bei Bischofsernennungen, bei sonstigen Entscheidungen, also da eine gute Hand hat. Und wünsche ihm auch vor allem, dass er noch ein bisschen Zeit hat für sich selbst. Ja, dann können wir ihm ja jetzt auch gemeinsam gratulieren. Ja, das können wir. Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, wunderbar. Das wünsche ich auch. Da können wir das zusammen machen, gell? Der bekommt ganz sicher viele, viele Glückwünsche aus der ganzen Welt. Ja, glaube ich auch. Gell? Ja.